Und von Kairo schalten wir direkt nach Tel Aviv zu Hannah Resch. Wie sind denn die Reaktionen in Israel auf die Explosion in dem Krankenhaus? Was haben Sie da heute mitbekommen? Ja, es gibt verschiedene Reaktionen. Also erstmal herrscht ein gewisser Schock, weil das, was da passiert ist, ist natürlich einfach Wahnsinn. Wir haben auch gestern Bilder gesehen, auch aus dem Krankenhaus, und es ist fast nicht zu ertragen, diese Bilder anzuschauen. Das sind so viele Zivilisten, die da gestorben sind, Leute, die sich wirklich versucht haben, in Sicherheit zu bringen vor israelischen Luftanschlägen in dieses Krankenhaus. Und die sind jetzt gestorben. Und die Nummer ist zwar noch nicht bekannt, aber sehr viele. Das heißt, es herrscht auf jeden Fall Schock, vor allem unter den Palästinensern. In Israel wurde relativ schnell Statements rausgehauen, dass tatsächlich das kein israelischer Luftschlag ist, wie die Hamas das eben behauptet. Aber für beide Seiten gibt es immer noch keine Beweise. Man weiß es nicht. Alles, aber was klar ist, ist, wie wir auch gerade schon gehört haben, dass das jetzt eine Eskalation bedeuten könnte, auch in der gesamten Region. Und gestern haben wir auch schon gehört, dass die israelische Regierung tatsächlich ihre Staatsbürger aufgefordert hat, zum Beispiel aus der Türkei nach Hause zu kommen. Und auch die US-Regierung hat ihre Staatsbürger aufgefordert, aus dem Libanon nach Hause zu kommen. Also die Angst, dass das jetzt eskalieren könnte, die ist relativ groß. US-Präsident Biden ist ja heute zu Besuch in Israel, eigentlich um zu deeskalieren für diplomatische Bemühungen. Unter welchem Stern steht jetzt dieser Besuch? Ja, also natürlich überschattet jetzt diese Explosion in dem Krankenhaus alles ein wenig. Allerdings gab es gerade auch schon eine Pressekonferenz mit Netanyahu und US-Präsident Biden. Und das, um was es ja eigentlich ging, nämlich dass Präsident Biden sich solidarisch gibt, das ist tatsächlich... Das ist passiert, und es war relativ emotional in der Pressekonferenz auch, weil Netanyahu ganz klar gesagt hat, dass er findet das wahnsinnig gut, dass der Präsident da ist, dass er sogar in der Kriegsphase hierher gekommen ist. Es ist auch das erste Mal, dass ein US-Präsident während einem Krieg in Israel vor Ort ist. Das heißt, diese Hoffnung, die Israel hatte, Solidarität von den USA zu bekommen, die ist trotz allem jetzt schon erfüllt, und zwar mehr als erfüllt. Da ist richtig emotionale Wärme bei dieser Pressekonferenz da gewesen, was Israel sich natürlich trotzdem noch weiter erhofft, sind militärische Hilfen. Die werden sie auch höchstwahrscheinlich bekommen. Die haben sie auch schon in großem Umfang bekommen, mit zum Beispiel Militärlieferungen, die letzten Tagen kamen. Aber das kommt auch alles nicht ganz ohne Preis. Es ist klar, dass Biden auch gewisse Forderungen stellen wird für diese Solidarität und diese Unterstützung. Und das geht Richtung Gaza und Richtung der humanitären Lage dort vor Ort. Das hat er ja auch im Vorfeld schon gesagt, beziehungsweise ein Sprecher, dass Biden da auch deutliche Worte finden wird. Wie groß sind denn die Chancen, dass es da jetzt endlich humanitäre Hilfe gibt für die Menschen in Gaza? Wir haben leider immer noch keine Informationen. Heute Morgen hat der Pressesprecher der israelischen Armee noch mal gesagt, dass es eine neue humanitäre Zone geben soll. Die Bevölkerung Gazas wurde ja schon aufgefordert, eben in den Süden schon seit ein paar Tagen quasi sich in Sicherheit zu bringen, was ja dann sich auch oft herausgestellt hat, was gar keine Sicherheit war. Die humanitäre Lage im Süden ist absolut katastrophal. Es wurde immer noch weiter bombardiert. Viele, viele Menschen sind gestorben. Jetzt soll eben ein neuer Korridor, eine kleine Zone eingerichtet sein, nahe bei Khan Yunis. Und diese Zone ist wirklich sehr, sehr klein, und da sollen sich jetzt alle versammeln, weil dort eben auch humanitäre Hilfe geleistet werden soll. Aber ich habe vorher gerade noch mal kurz mit unserem Producer vor Ort gesprochen, der in Gaza ist. Er hat gesagt, bisher kann er das noch nicht bestätigen, dass die wirklich gekommen sei und dass da wirklich humanitäre Mittel angekommen sind. Das ist also weiter unklar. Eine weitere Reaktion auf diese Explosion kam zum Beispiel von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Der hat eine humanitäre Feuerpause gefordert. Wie realistisch ist das überhaupt, dass Israel jetzt Luftangriffe einstellt? Also gestern kam eine ganz klare Ansage dazu, nein, es wird keine Feuerpause geben. Heute wissen wir noch nichts Neues, aber ich schätze mal, dass das von gestern weiterhin gilt. Die Annahme ist, dass wenn es keine Gegenleistungen von Hamas gibt, heißt keine Geiseln freigelassen werden oder auch der Raketenbeschuss aus Gaza quasi nicht stoppt, da ist die
Da ist quasi Israels Position, warum sollen wir dann aufhören? Und sie haben auch noch einige Ziele auf ihrer Liste, die sie quasi ausschalten möchten, Hamas-Mitglieder. Deswegen aktuell, nach Aussagen von gestern, ist die Vermutung eher nein, es wird es nicht geben. Vielen Dank soweit für diese Einschätzung nach Tel Aviv, Hannah Resch.